Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil von Let's Play Battletech. Wenn ihr mich jetzt fragt, ja, wo ist denn der zweite Teil geblieben? Ich hatte das schon mal, also auf der Facebook-Seite gepostet. Mein PC, also ich kann dieses Spiel zwar hier, das Höchste, was mein Monitor kann, ist 1440p und in der Auflösung in Ultra zocke ich auch normalerweise und das funktioniert, aber die gleichzeitige Aufnahme davon, scheint problematisch zu sein und funktioniert nicht so gut. Da kommt es zu Rucklern und wenn das Video zu lang wird, so wie es auch im ersten Teil der Fall war, gibt es teilweise komplette Aussetzer und das geht natürlich gar nicht. Deswegen, ach so, und das habe ich ein bisschen zu spät bemerkt, deswegen war das zweite auch noch genauso und wie das erste, wobei es war sogar noch schlechter, weil der PC länger an war oder Videospeicher voll, was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das unheimlich ruckelig und blöd und mit ganz vielen Standbildern. Und da habe ich gesagt, nee, Junge, das kannst du irgendwie keinem antun. Und ich dachte mir, okay, dann überspringe ich das einfach, mache jetzt direkt mit dem dritten Teil weiter. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ich habe alles runtergestellt. Wir sind jetzt nur noch in Full HD unterwegs, sowohl im Spiel als auch bei der Aufzeichnung. Sollte trotzdem, hoffe ich, noch gut genug aussehen. Ich finde, es ist okay. Es sieht natürlich schon ein ganzes Stück, ja, naja, nicht so geil aus wie ein 2K, aber eigentlich tut das dem ganzen Ding keinen Abbruch und es funktioniert genauso gut. Ja, im Prinzip im zweiten Teil, da ist auch nicht viel verpasst worden, denn ich habe einfach noch ein, zwei, glaube ich, Missionen gemacht und am Anfang in diesem Spiel ist das sowieso so, dass es relativ grindlastig ist. Also, ich bin gezwungen erstmal, was heißt gezwungen? Das ist ja das, worum es in dem Spiel geht. Wir bauen unsere Einheit auf, wir sammeln Mechs, unsere Piloten werden besser, wir heuern gute Piloten an und so weiter. Auf jeden Fall hatte ich zwei Missionen gemacht und habe auch, ich weiß gar nicht, ob das im ersten Video drin war oder im zweiten, aufgrund des Heavy Metal DLCs habe ich so ein Package bekommen und da war auch der Assassin drin. Das ist einer der Mechs, die man hier ja, jetzt halt mit diesem Package spielen kann. Und der Assassin ist im Brettspiel super, super geil. Ist ähnlich wie der Vindicator einer, oder er ist sogar mit der leichteste mittlere Mech, ist aber eigentlich eher wie ein leichter. Er ist unheimlich schnell, kann unheimlich weit springen, ist relativ schlecht bewaffnet, aber völlig okay. Also im Spiel war das immer super ausgeglichen, weil du triffst den kaum, er geht nicht sofort kaputt, wenn man drauf schießt, wie so ein Kommando oder ein Jenner oder sowas. Ja, nur die Bewaffnung mittlerer Laser KSR2, LSR5 ist natürlich erstmal auf den ersten Blick nix. Du konntest aber sonst eigentlich immer beim Tabletop super dich mit dem Teil bewegen, bist so gut wie nicht getroffen worden und warst in der Lage, ordentlich zu schießen auf alle möglichen Distanzen. Das ist ziemlich cool. Und hier in dem Spiel, weil solche Einheiten sind meistens ja in so Spielen dann eher, naja, was soll ich damit? Kaum Waffen, der kann ja nix. Aber er hier, also bei MechWarrior 5 zum Beispiel ist das so, da ist ein Assassin voll das Lappending. Also ich meine, die KI da ist sowieso nicht so geil, aber naja, ist ein anderes Thema, anderes Spiel. Der hier hat sowas hier, Intercept System. Dadurch ignoriere ich nämlich hier Evasion Marker. Also wenn ich auf jemanden schieße, selbst wenn der sich ganz gut bewegt hat und der hat da drei Evasion Marker dran, dann ignoriere ich die. Und wenn er fünf hat, ignoriere ich halt drei davon und so. Was heißt, dass ich mit dem hier generell immer viel geiler treffe. Und das macht ihn wahrscheinlich auch zum Scout Hunter Killer, ist halt cool, weil ich, wenn ich so Mechs wie eine Spider oder so jage, die irgendwie eigentlich immer vier, fünf, vielleicht sogar sechs Evasion-Counter dran haben sollten, damit man die einfach super schlecht trifft. Ja, da bin ich mit sowas hier in der Lage, das trotzdem zu tun. Und bei den kleinen Mechs, die so hohe Ausweichwertungen erreichen können, ist es eigentlich auch in der Regel so, dass ein paar Treffer reichen, um direkt irgendeinen kritischen Schaden zu machen oder so. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Ding hier so ein 20-Tonner Locust, da gibt es so eine Variante mit zwei LSR5, die auch ziemlich cool ist im Spiel, die hat nichts an Panzerung und es ist nur einfach mega schnell, kann nicht springen und hat ihre LSR. Sowas kann ich hiermit perfekt jagen, weil zwei, drei Treffer und sofort ist das Ding irgendwie platt oder es fällt irgendwas ab, die Waffen funktionieren nicht mehr. Deswegen, Assassin, super cool, werden wir auf jeden Fall hier auch einsetzen. Und ja, ihr seht's, 1,5 Millionen. Die Piloten sind ein klein bisschen besser geworden. Ich werde das jetzt so machen. Diese Folge werden wir so noch komplett zocken und sehen.
Ganz regulär. Und dann werde ich, glaube ich, das mal so halten, dass ich ein paar Missionen auch ohne Aufnahme spiele, einfach damit wir ein bisschen weiterkommen. Weil ganz ehrlich, sowas mit dieser niedrigen Schwierigkeit hier, das ist so, da geht's nicht richtig voran. So, selbst wenn ich jetzt irgendwas an Max erbeute, das ist alles so okay, aber nicht großartig. Wir spielen mal gegen die Piraten mit dem Konkordat hier, weil vielleicht fliege ich da als nächstes hin, um Missionen zu machen. Ich setze den Loot wieder etwas hoch und Dings ein bisschen runter. So, der Assassin kommt auf jeden Fall mit. Wo ist das Viech? Da. Der Assassin Vindicator auch cool. Jenna, weil Firepower und den Panther nehmen wir auch mit. So, der da wird irgendwie noch repariert und den Kommando brauchen wir eigentlich im Moment eh nicht. Deswegen, los geht's. 155 Tonnen Drop-Tonnage, das ist gar nicht mal so schlecht bei so kleinen Kackdingern. Naja, und jetzt gucken wir einfach mal. Also wir werden heute irgendwie ein, zwei Missionen machen, denke ich. Ich werde noch ein klein bisschen rumlabern und irgendwelche Sachen dazu erzählen, was Vergleiche und so angeht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil ein ganzes Stück später. Vielleicht mache ich es auch immer so planetenabhängig. Also wir fliegen zum neuen Planeten hin und dann werde ich alle Missionen, die da sind, mal offline machen oder so. Einfach weil. Vor allem jetzt am Anfang, wenn keine spannenden Missionen dabei sind, ja, ist der Progress relativ linear. Also ich meine, der Ablauf ist immer so, wir nehmen irgendwas an. Okay, hier sollen wir jetzt Piraten-Units kaputt machen, die sind wohl da irgendwo versteckt, was auch direkt wieder hier vorne ist. Also ich muss mich kaum dahin bewegen. Ja, das sind halt noch nicht so die anspruchsvollen Missionen. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht lange rumhampeln oder großartig nachdenken, sondern einfach nach vorne und alles kaputt machen. Es wird schon gehen. So, und hier haben wir nämlich jetzt schon ein ganz gutes Beispiel für den Assassin. Mit einem Kommando sowas zu machen, also sofern jetzt hier nicht irgendwelche fetten Mechs hinterstehen und er soll nur der, ich sag mal, Bait sein, also dass man irgendwie sagt, okay, cool, ich schieße auf ihn, treff schlecht, er überlebt die Runde vielleicht und die anderen sind noch unbeschädigt, was jetzt hier nicht der Fall sein wird. Das ist das einzige mit einer der Gründe, warum man so Aktionen machen sollte. Aber ihn einfach ins Offene zu stellen mit nur drei Evasion-Markern, ist ziemlich riskant. Der hat nämlich relativ wenig Panzerung. Ihr seht das hier zum Beispiel so einen Arm. Der hat 20 Panzerungen. Medium Laser macht 25. Das heißt, mit einem Medium Laser-Hit komme ich schon direkt in den Arm und könnte potenziell seine Waffe hier zerstören. Oder sogar den Arm absprengen. Wie war das nochmal? Kritischer Treffer. Gab es das auch mit dem Absprengen? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Naja, so, und deswegen so ein Kommando, entweder stelle ich den irgendwo hin, wenn der schon nicht auf so eine hohe Evasion kommt, also im Tabletop wäre das analog so, da gibt es dann die Modifikatoren auf den Trefferwert und da war das danach, wie viel Felder der läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal nicht in der Lage bin, viele Felder zu laufen oder ich bin in so einer exzellenten Position, dass ich sage, okay, ich muss einfach da hingehen, dann kann ich das mal machen, aber dann sollte ich zum Beispiel die Bewegung in einem Waldstück beenden oder es liegt noch ganz viel Wald dazwischen oder irgendwas, so dass ich weiß, okay, pass mal auf, wenn der versucht, mich zu treffen und er muss eine 12 würfeln mit 2W6, um zu treffen, da braucht er schon mindestens eine 10 oder 11 oder so, dann geht das in Ordnung. Sowas hier stelle ich nicht hin, wo ich dann weiß, pass auf, ich stelle mich jetzt hier mit einem auf die Idealreichweite und treffe ihn vielleicht auf 7 oder 8, weil dann wird er völlig zerlegt. Aber gut, genau das werden wir jetzt machen. So, der Jenner hier ist jetzt genau sowas, wo ich eigentlich eben nicht hier hingehen würde, um ihn zu zerlegen. Okay, da ich so Dreckspiloten habe, ist die Trefferwahrscheinlichkeit auch noch niedrig. Ich kann leider nicht mit dem Assassin starten, weil Initiativreihenfolge ist hier. Von leicht zu super schwer, also leicht, mittelschwer, super schwer. Es gibt noch eine 5, wo besondere Einheiten dran sind oder wo man auch, wenn man den Tactic-Skill eines Piloten nach oben macht, es schaffen kann, dass der eine Initiative nach oben rutscht. Genauso gibt es, glaube ich, verschiedenes Gear hier bei den Mechs, was irgendwie dazu führen kann. Irgend so ein Kommunikationszeug oder keine Ahnung. Naja, aber nichtsdestotrotz hier, der Assassin ist gleich erst dran. Deswegen werde ich jetzt gucken, ich werde auch mit dem Jenner noch nicht da vorne rennen, weil ich ja weiß, dass noch ein Gegner dran ist, der ihn dann gut beschießen könnte. Deswegen werden wir so einen relativ sicheren Zug machen. Der Panther ist okay gepanzert. PPK ist die Hauptwaffe, dafür brauche ich ein bisschen Distanz. Und sowas hier zum Beispiel mit nur einem Marker, also das wäre wahrscheinlich nur eine Plus 1 oder sowas beim Beschuss also im Brettspiel. Macht man eigentlich nicht, aber ich stelle ihn deswegen in den Wald rein und er soll einfach nur da hinten bleiben und dann schießen. Zumal ich dem Gegner wahrscheinlich auch bessere, lohnendere Ziele bieten werde.
die er dann beschießen kann. Ja, okay, ich gehe sogar mal hier hin, weil ich dann eventuell mit dem Panther, ich könnte jetzt auch natürlich jumpen. Da habe ich direkt super tolle Evasion. Ich treffe trotzdem noch ziemlich gut. Okay, hier sehe ich ihn nicht. Hm. So, hier. Ja, ich treffe immer noch relativ gut, habe gute Evasion und bin in dem Wald. Aber ich würde Hitze aufbauen und wenn der Panther springt und Waffen schießt, dann könnte das problematisch werden. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal hier hin, um dann nachher weiter hier hoch zu gehen. Ich richte den so aus. Kann jetzt relativ leicht getroffen werden, aber ich bin in der Lage, hier beide Waffen zu schießen. Gucken, ob es was bringt. Ja, super. Und genau das ist das. Jetzt hat die PPK die Hauptwaffe getroffen und sofort in einer Zone hier den Arm direkt komplett abgerissen und noch einen Teil Schaden im Torso gemacht. Ja, so, und das geht halt gar nicht bei so einem kleinen weg. Hier in dem Fall ist jetzt sogar seine Hauptwaffe, ein schwerer Laser, schon weg. Deswegen, das wird mich jetzt direkt schon ankotzen, beziehungsweise ich hätte den gar nicht dahingestellt, aber naja. So, ich muss den Jenner jetzt bewegen oder, was ich auch machen kann, das hier. Jetzt versetze ich nämlich diesen Mech eine Initiative weiter nach unten. Ich sage also, okay, ich warte ab. Das kann der Gegner auch, macht die KI aber in der Regel nicht, aber natürlich machen das andere Spieler. So, ich sehe noch nicht, was das ist, so, aber jetzt bin ich in Initiative Schritt 3 und da sind nämlich auch die mittleren Mechs drin. So, mein Plan ist jetzt, den Assassin zu ziehen, einfach weil er diese Evasion-Marker sowieso ignoriert und trotzdem ja beim Treffer ihm davon auch einnimmt. Und der Assassin kommt mit normaler Bewegung schon bis nach hier oben, hat 3 Ausweichmarker in den Wald. Ich habe eine super Feuerposition, treffe den gut. Da muss man nicht lange überlegen. So, und wir sehen das. Okay, ist eine Armwaffe, deswegen ist die jetzt etwas besser. Deswegen hat die auch 85%. Ich schieße von einer erhöhten Position. Das ist sehr geil. Den Modifikator gibt es, glaube ich, klassischerweise oder im normalen Battletech nicht, meine ich. Hier gibt es den auf jeden Fall. Und ja, deswegen bin ich in der Lage, super gut zu treffen. Die LSR hat eine schlechte Trefferwahrscheinlichkeit, da der Assassin aber, wenn er läuft und seine ganze Waffe schießt, sowieso keine Hitze verursacht, werde ich den einfach komplett feuern. Arschleck. Jetzt hat er noch einen Crit auf dem M-Laser. Wäre im Spiel, wäre der direkt raus. Hier kann er den aber, glaube ich, noch einsetzen, aber mit verminderter Trefferwahrscheinlichkeit oder so. Wahrscheinlich werde ich den jetzt in der Runde eh killen. Dem Vindicator mache ich was Ähnliches wie mit dem Panther. Der soll nämlich eigentlich einfach nur von hinten hier rumballern. Genau, der geht halt nach hier. Der darf auch ruhig getroffen werden, das ist nicht so schlimm. So, Bein ab. Ja, der ist fällig. Also, den Jenner könnte ich jetzt sogar riskant hier nach vorne ziehen, ihm den Rest geben, weil egal was das ist, das wird auch irgendein leichter Mech sein. Das sehen wir jetzt gleich. Ich guck mal, ob ich hier, so genau hier, kriege ich 4 Marker drauf, habe hier noch relativ gute Distanz. Da haben wir einen Javelin als Gegner. Wieder diesen komischen mit LSR 15. Ich sagte ja, glaube ich, schon, oder kann auch im zweiten Teil gewesen sein. Diese Variante kenne ich nicht. Finde ich aber ganz cool. 30 Tonner, aber eine LSR 15. Dafür ist er aber schon wieder viel zu nah ran, weil ich werde ihn einfach gleich unterlaufen kaputt machen. Okay, aber erstmal finishen wir ihn. Und auch wenn das jetzt hier ein bisschen Hitze macht, ich will auf Nummer sicher gehen. Wir ballern alles da rein. Und schaffen es auch, ihn zu killen. So, und ich meine, was soll dem Jenner jetzt passieren? Sofern jetzt hier nicht noch 4 Mechs auftauchen oder so. Okay, hier schon mal einer. Und alle wirklich auf ihn schießen, wird ihm nichts passieren. Also killen werden sie den auf keinen Fall. Sowas kann man natürlich in höheren Missionen nicht machen, wenn da jetzt irgendwelche schweren Mechs oder so kommen. Sondern aufgrund des Initiativsystems hier in diesem in dieser Computerspielumsetzung wäre der Jenner jetzt auch direkt schon wieder dran, weil er ja leicht ist. Hätte ich jetzt einen Fünferpiloten, also einen Piloten, der den in die 5 setzt, wäre er sogar wieder vor den anderen dran gewesen. Das heißt, ich hätte so einen Move machen können und wäre dann in der nächsten Runde direkt wieder als erster dran. Also ist schon ganz cool gemacht mit der Initiative. Achso, hier drüber kann man die, glaube ich, auch hochsetzen über dieses Resolve-System. Aber egal. Ich ziehe den Jenner jetzt trotzdem noch nicht, denn er wird zwar einmal beschossen, aber hat immer noch 3 Evasion-Marker. Das heißt, selbst wenn er die LSR von ihm noch frisst, soll er halt machen. Denn wenn ich mit dem, der PC geht gerne in den Nahkampf, wenn ich mit dem Jenner hier vorne jetzt irgendwo hinlaufen würde, um seine Mindestreichweite zu unterlaufen, wird er wahrscheinlich dahinter laufen und einfach den Nahkampf wählen. Was ihn dann völlig exponiert hier stehen lässt und ich ihn ganz leicht killen kann, aber das ist dem PC meistens egal. Okay, wir gehen mit dem, oder wir bleiben mit dem Panther einfach stehen, das geht auch.
Schlechte Trefferwahrscheinlichkeit, auch schlechte. Naja, gut. Zweiter Kommando. Ich werde trotzdem erstmal den Javelin angehen. Also gehe ich einfach mal hier raus und obwohl ich hier so eine schlechte Trefferwahrscheinlichkeit habe. Okay, aber er hat es geschafft, wieder die Hauptwaffe zu treffen, was dann natürlich schon mal immer, ist sogar mehr als die halbe Miete beim Panther. Also schon ziemlich geil. Ja, er hat ein kleines bisschen was eingesteckt, aber das macht nichts. So, da beide gezogen haben, sind nur noch meine Mechs dran. Nee, da kriege ich den Torso nicht weit genug gedreht. Hier schon. Ich werde ihn jetzt ein bisschen umlaufen. Nochmal alles reinballern. Hitze wird dann irgendwann nicht mehr so toll. Aber beim Jenner entweder laufe ich dann mit dem Stück weg oder sprinte irgendwo hinter irgendwas, um einfach nur eine Runde Hitze abzubauen. Oder ich gehe irgendwo ran in den Nahkampf für eine Runde. So, der Assassin. Nee, wir nehmen erst den hier. Gehen auch jetzt einfach nach vorne, stellen ihn recht exponiert hin mit nur einem. Was für den Gegner heißen sollte, okay, schieße ich. Er hier ist etwas schlechter gepanzert als er, schieße ich auf den. Aber treffend schlechter oder schieße ich auf den, aber da müsste ich mehr Schaden machen. Wie gesagt, alles hier noch nicht so relevant. Wird aber unheimlich relevant dann bei fetteren Mechs. Also solche Aktionen oder so leichtfertige Sachen kann ich mir nicht erlauben, wenn ich gegen Mechs spiele, die viel Feuerkraft haben. Oder zum Beispiel, gutes Beispiel, 50 Tonner ein Hanspeck, der eine AK-20 trägt. Ein AK-20-Treffer reißt einen halben Mech auseinander, also von diesen kleineren hier. Das ist dann, ja, halt nicht so zu empfehlen. Hier oben hat man es wieder gesehen, dass die Ausweichmarker ignoriert werden vom Assassin. Also das gefällt mir echt richtig gut. Der wird uns wahrscheinlich auch eine ganze Zeit begleiten hier im Spiel. Oh, oder man könnte gucken, ob man das Comm-System bei ihm ausbaut und einfach in den anderen Mech packt. Das wäre natürlich auch geil. Aber schauen wir mal. So, jetzt haben wir nämlich das Ding. Neue Runde, er war schon dran. Der Jenner ist ziemlich heiß. Ich komme aber leider nicht bis in den Nahkampf. Das ist schade. Dann machen wir so ein Kompromissding. Ich laufe jetzt nach hier oben, guck, wie viel ich noch schießen kann, ohne mich einfach unendlich zu überhitzen. So, also geht's noch mit drei Lasern. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt noch Nachschub kriegen oder nicht. Offensichtlich ist das ja die letzte Einheit hierfür. Es gibt aber manchmal in den Missionen, dass dann irgendwie Verstärkung nochmal kommt oder so. Ich sagte ja, glaube ich, bei diesen ganz einfachen Anfangsmissionen noch nicht. Ich hatte gestern mal für Spaß und um hier die Videoskalierung und so zu testen, eine Mission in einer von meinen alten Karrieren ausprobiert und die hatte von der Schwierigkeit 3 von 5 Totenköpfen, also so ja, etwas mehr als mittelschwierig. Ich habe die komplett mit meinen besten Elite-Piloten, die fast alle 10er-Werte hatten und mit 3 Banshees und einem Zeus, also 4 richtig fetten Mechs besetzt, die super bewaffnet waren. Und die Mission hat bei mir einfach alles gekillt, weil, also, das hatte ich ja schon mal gesagt, das Bewertungssystem hier ist irgendwie sehr eigenartig. Also, manchmal sind Missionen, da hast du einen so einen Totenkopf, nur denkst, ach, ist ganz leicht, und dann ist die doch relativ knackig. Und zwar nicht, weil man selber nur so schlechte Einheiten wählt, sondern einfach, weil, keine Ahnung, weil die Wertung nicht stimmt oder so. Und da hast du manchmal Missionen, da ist die Wertung auf 3, 4, 5, denkst, oh, das wird ganz schön hart, und da rennst du dann so durch. Okay, Beute. 2 darf ich auswählen und mir werden, ich glaube, noch 9 zugeteilt. Da wir einen fast vollständigen Javelin haben, nehmen wir natürlich hier diesen Javelin-Teil. Dann haben wir nämlich gleich einen kompletten. Und das sind zwei unterschiedliche Kommandovarianten. Trotzdem wählen wir einfach irgendeine davon. Wahrscheinlich kriegen wir eh alles. Ja. Weil nämlich, ich glaube, 9 stehen uns zu. Ach, da steht es ja auch. 2 Priority heißt, 2 darf man auswählen. 9 stehen einem insgesamt zu, 7 Items gab es nur als Beute. Aber was soll's, ist okay. Heißt, wir gehen aus der Mission raus, im Prinzip fast komplett unbeschädigt, nur der Jenner hat einen Hit gekriegt, mit einem neuen Mech, die Piloten haben Erfahrung gesammelt, alles geil. Und genau so baut man sich da eigentlich auch auf. Wir werden den Javelin aber einfach mal, obwohl ich das mit dem LSR-15 gar nicht schlecht finde, wir werden den trotzdem direkt einfach mal lagern. Ich muss unbedingt bei dem Schiff diese zweite MacBay haben.
Aber ich glaube, ich kann hier nicht simultan, ja genau, Upgrade in Progress. Ich kann hier also nicht einfach ein zweites Ding anfangen. Okay, wir gucken einmal auf unsere Piloten. Die werden nämlich ein bisschen gelevelt haben. Das ist unser Ersatzmann, der einmal nie dabei ist. Okay, cool. Hier wollte ich nämlich hin. Dann kann die ihren Beschuss aufteilen. Zack. Der nächste hat das schon. Und zu wenig XP, um irgendwas anderes zu leveln. Der Unit Leader mit 1100. Ich werde schon mal ein bisschen hier auf Guts gehen, weil er hat nur 3 Lebenspunkte. Und hierdurch kriegt er jetzt den vierten. Und ja, also Treffer kriegt man irgendwie immer mal ganz leicht. So, und jetzt könnten wir hier überlegen, ob wir einmal vielleicht nicht primär auf Gunnery machen, sondern ob wir mit ihm irgendwie. Okay, er heißt ja sowieso Vision als Callsign. Dann werden wir ihn eher zum Taktiker machen hier, der uns Einheiten aufdeckt und sowas. Gucken, ob ich mich da später noch dran erinnere. Sehen wir dann. Okay, und die restlichen Punkte stecken wir auch noch hier rein, einfach um ihn später ein bisschen wieder widerstandsfähiger zu machen. So, bei den Mechs ist alles fresh. Ich verstehe nicht, es kann sein, also ich muss da immer gucken, dass ich die Spiele nicht durcheinander werfe. Es kann sein, dass Panzerung automatisch ersetzt wird und dass nur, wenn interne Schäden sind, dass ich dann hier wirklich reparieren muss. Ebenso, wenn natürlich irgendwelche Komponenten zerstört werden. Da muss ich die teilweise richtig ersetzen und refitten. Aber okay, ich habe hier nichts zu tun. Die Piloten, denen geht's allen gut. Das ist alles super toll. Wie ihr seht, die Zeit ist immer noch nicht vorangeschritten. Heißt, wir bleiben noch auf dem Planeten und nehmen die nächste Mission auch. Das ist, okay, oder wir nehmen einmal die Piraten und dann nehmen wir die Mission noch. Und das ist halt genau das, was ich meine. Das lohnt sich eigentlich fast gar nicht, wobei der Loot-Wert noch relativ hoch ist. Den setzen wir auch einfach mal wieder hoch, auch wenn es vielleicht nicht so viel Loot geben wird. Hier geht es jetzt gegen die Vereinigten Sonnen. Und ich nehme diese Mission einfach mit, zum einen, weil ich nicht Gefahr laufen will, was zu Schwieriges zu machen und direkt Leute zu verlieren. Denn, also ich meine, Mechs haben wir jetzt schon einige, aber ich werde mal noch ein, zwei Piloten anheuern müssen und die dann auch irgendwie ein bisschen leveln, weil es kann immer mal sein, dass einer drauf geht oder halt verletzt ist und dann irgendwie 90 Tage oder so ausfällt. Ja, aber so wird das laufen. Also ich werde jetzt die Einheit ein klein bisschen weiter aufbauen und im nächsten Video euch dann was zeigen, wo wir einfach schon ein Stückchen weiter sind. So. Sollte ich auf irgend so was Besonderes stoßen, eine Priority Mission oder irgendwie was, was sich super spannend liest oder so, ein Flashpoint, das ist nochmal so was Besonderes, was man hier spielen kann. Haha, ich habe mir das jetzt alles nicht durchgelesen, egal. Krasses Licht hier. Alter. Ja, dann werde ich das natürlich nicht spielen, sondern im Video machen. Sieht schon ganz cool aus, die Grafik selbst in, ich sag mal, nur Full HD, aber ich glaube, steht trotzdem immer noch alles auf Ultra. Der Assassin ist schon geil. Der ist auch ziemlich nah an dem Modell dran. Da habe ich auch noch eins hier stehen aus Zinn. Der Vindicator ebenfalls, Panther auch und Jenna auch. Das sind aber auch alles Designs, die unproblematisch sind. Es gibt hier in dem Spiel auch Warhammer Marauder, also alles so diese netten Dinger, die früher alle haben wollten, die so zu den Anziehen und sowas gehören, die es auch wieder gibt, aber in anderen Versionen von Miniaturen. Manche cool, manche nicht so cool. Naja, und die sind auf jeden Fall alle noch ziemlich nah dran. Okay, so, wir müssen irgendwie hier, was Payroll ist, hier Gehaltscheck, ne? Sollen wir irgendwie klauen? Ja, alles klar, hauen wir rein. Klauen wir denen ihre Kohle, weil machen wir jetzt halt hier mal einen für die Piraten, ne? Da bin ich durch irgendwas durchgelaufen, was mir schadet. Das ist mir aber jetzt gerade noch relativ egal. Ich gucke gleich mal, was hier für Bedingungen sind. Jungle habe ich nur gelesen vor Start der Mission. Ja, und wenn wir hinterher jemanden haben, der bei Tactics besser ist und bei Sensoren besser ist, dann wird hier nämlich nicht nur angezeigt Unknown Mech, sondern dann steht da in der schlechten Version, glaube ich, was das für eine Klasse nur ist. Also leicht, schwer, was auch immer. Und ich meine, in der besseren Version steht da die genaue Tonnage. Oh, so. Einmal nach den Bedingungen gucken. Wasser ist klar, weil ich gerade drin stehe. Wenn die Heatsinks besser, tropisches Biom. Increases Heatsink Ability. Okay. Geil. Das heißt, obwohl hier so ein tropische Dings, aber aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit oder was auch immer, funktionieren die Wärmetauscher besser. Das finde ich geil. So, ich bin durch so eine Spore Cloud gelaufen. Deswegen.
Okay, ist sogar geil. Deswegen ist es um 4 erschwert, den zu treffen. Das ist natürlich mal richtig fett. Und kein Nachteil für mich, denn es gibt auch solche Felder, wo es durchaus nachteilig ist, wenn man durchläuft. So, ich komme hier nicht wirklich voran, deswegen werde ich jetzt einfach einmal jumpen. Kriege ich irgendwo eine 5? Ne, 4 Evasion Marker, egal, reicht schon. Ich kann auch nicht schießen, ich sehe noch nichts. Der ist wohl leicht aus der Reichweite. Wenn ich das klicke, das Brace, dann, ja, was heißt, er gräbt sich ein, aber er stellt sich halt so ein bisschen stabiler hin und wird dann schwieriger, also er wird nicht schwieriger getroffen, er bekommt einfach weniger Schaden. Tja, und hier bekomme ich jetzt keinen guten Wert für den Jenner hin, also werde ich auch den springen lassen. Einfach um nicht Gefahr zu laufen. Hier müsste man durch Rubble gehen, ist natürlich auch ziemlicher Mumpitz. Mag ich nicht. Ich könnte hier hinspringen, dann wäre ich gleich schon daneben, aber dann kann er wahrscheinlich schießen. Nö, ich springe, ich mache einfach erstmal auf Safe. Hier haben wir 4 Evasion Marker und stehen in einem Wald und können jetzt noch bracen. Springen ist sowieso ultra stark hier, finde ich. Im Brettspiel ist es so, dass wenn man selber springt, trifft man auch ein ganzes Stück schlechter, meine ich. Ist jetzt nicht kritisch. Aber der Assassin kann auch jumpen. Kriege ich. Oh, geil. Das ist natürlich super. Da oben hin. Immer noch alles außer Sichtreichweite. Dass man da aber immer sehr stark abwägen muss, ob es sich lohnt zu springen und zu schießen. Mit sowas wie einem Assassin oder so, oder einer Spider, klar, eigentlich immer. Aber ansonsten, ja, muss man halt echt mal schauen. Hier ist es so, dass ich meine, das Springen entweder überhaupt gar keinen Abzug hat aufs Treffen, also wenn man selber der Springer ist, oder nur einen leichten. So, ich werde jetzt hier mal abwarten, was die machen. Und deswegen Springen einfach super geil, solange man es sich erlauben kann mit der Hitze. Denn das ist halt immer so ein Thema. Ich kann eigentlich mit kaum irgendeinem Mech, selbst eine Spider heizt sich auf, wenn ich die Maximalreichweite springe und dann noch die Waffen schieße. Super Position hier. 4 Ausweichmarker, Wald. Ich kann die Waffen gut schießen. Ja, gehen wir doch genau dahin. Was ist der zweite Mech? Auch ein Kommando. In der D-Variante, die so aussieht. Ziemlich krass für einen 25-Tonnen-Mech. Aber wir werden den hier zuerst angehen, denn er hat kaum Evasion, er ist durch nichts geschützt und steht in so einem Rubble-Feld, wodurch er etwas instabiler ist oder mehr Stabilitätsschaden halt kriegt im Umkehrschluss. Okay, alles drauf. Aber wie gesagt, aber obwohl er hier echt schwach bewaffnet ist, habe ich es jetzt trotzdem schon geschafft, an irgendeiner Stelle von dem Ding hier sogar im Bein direkt durchzuschlagen. Also das ist so krass. Deswegen, sowas ist absoluter Selbstmord. Also so einen leichten Mech kann ich, darf ich nicht da hinstellen mit einem Ausweichmarker. So, okay, hier kann ich schon Multitarget anwählen, werde ich jetzt auch machen. Dann werde ich nämlich die beiden Waffen auf den schießen und die LSR einfach noch für Spaß da oben hin. Genau, habe ich nämlich eine bessere Trefferwahrscheinlichkeit. Hier bin ich nämlich ein ganzes Stück unterhalb der Minimalreichweite. Deswegen machen wir das so. Hauptwaffen auf ihn, LSR da oben hin. Genau sowas macht man mit dem Assassin halt auch ganz gerne. Oder man stellt ihn halt so hin, dass es wirklich, also Medium Laser und KSR haben die gleichen Reichweitenwerte. Oder man macht es so, dass man sich perfekt hinstellt und dann kaum oder gar nicht in die Minimalreichweite der LSR geht und dann einfach beide Waffen vernünftig schießt. So, mit dem Panther, das hier passt mir alles nicht so. Bei ihm ist das nicht so schlimm. Ich werde deswegen jetzt wohl das hier machen. Ja, bin ich aber auch schon ein gutes Stück unter Minimal für die PPK, nur 40. Oh, hier ist perfekt. So, denn ich bin gut geschützt durch den Wald. Ich habe viel Evasion. Ich treffe richtig gut. Und ich stehe auch noch ganz vernünftig für die nächste Runde. Ich könnte nämlich hier einfach warten. Ich könnte schon in das Gebiet laufen. Ich werde jetzt Hitze produzieren, wenn ich beide schieße. Aber weil die Trefferwahrscheinlichkeiten so gut sind, mache ich das natürlich trotzdem. So, Upper Arm. Der andere ist eh schon ab. Waffen dürften ziemlich erledigt sein von dem, aber der ganze Mech ist okay, hat die KSR6 noch, aber ja, den werde ich jetzt kaputt machen. So, mit dem Jenner würde ich nicht so gerne springen und schießen, denn das wird den zu viel Hitze kosten. Das Problem ist, das sind alle schlechte Positionen. Das hier würde noch gehen, ist aber auch nicht toll, mache ich aber. Da habe ich nur zwei. Aber ich zähle immer noch als durch Sporenfeld gegangen. Das ist cool.
Dabei war das doch die Runde davor. Bin ich jetzt hier? Hier ist doch gar nichts. Keine Ahnung, egal. So, und alles war wahrscheinlich ein kleines bisschen Overkill, aber ich möchte da sicher gehen. Alle fanden das toll und ich habe ganz viel Resolve bekommen. Das Resolve-System ist hier so, das gibt es halt im Brettspiel nie, also nicht, dass ich wüsste. Da kann man... Ja, wie soll ich das sagen? Man kann die Leute irgendwelche besonderen Sachen machen lassen. Okay, und hier habe ich gar nicht aufgepasst, denn das ist ja jetzt schon neue Runde. Das heißt, mit dem Jenner wäre egal gewesen, weil ich kann jetzt auch als Ersten ziehen. Werde ich auch machen, da steht er noch beschissener als gerade. Aber er hat einen Evasion-Marker mehr. Ich mache das einfach. Drück ihm alle Waffen, hab dann gut Hitze, aber macht nichts. Jenner ist nicht völlig ohne Panzerung, das heißt, ich kann da durchaus sowas mal machen. 80-55, kriege ich das besser hin, 70-65. Wir gehen mal näher an das Ziel ran, haben 80 und 55%, ist okay. Trotz der Hitze schieße ich alles. Ein Arm ist ab. Kann sein, dass da jetzt sogar schon ein Waffensystem drunter gelitten hat. Ja. Gucken, ob ich das jetzt direkt schon trigger. Ja. Okay, ich soll das Ding jetzt halten, wahrscheinlich eine Runde. Stehen wir echt ziemlich scheiße, aber das ist mir egal. Also wer auf den schießen möchte, der soll das ruhig machen. Ein Kopftreffer relativ überflüssig bei so einem leichten Mech. Torso Arm ab. Pilot hat noch mehr Schaden genommen. Okay, ich war eine Runde offenbar da drin. So, und jetzt muss ich halt mit dem geklauten Shit. Er hat das. Gucken, ob das irgendwo angezeigt wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt damit in die Evac-Zone kommen. Im Idealfall natürlich mit allen Mechs. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo die ist. Da unten. Okay. Ja, das sind, glaube ich, zwei Sprünge mit ihm, dann bin ich da. Aber natürlich zerstören wir diesen Mech noch, weil, warum nicht, ne? Okay, den kriege ich da nicht. Wieso nicht? Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ah, gehen wir trotzdem rein. Zack. PPK schießen wir jetzt einmal nicht. Okay, hat auch so gereicht. Mech ist zerstört. Und jetzt mal gucken, könnte sein. Genau, ne? Jetzt werden wir automatisch aufgesammelt, weil keine Gegner mehr da sind. Aber das war jetzt wieder sowas. Nur zwei Gegner-Mechs, keine Verstärkung, keine Türme, kein Nichts. Bisschen lächerlich. Keine Schäden genommen, XP waren quasi free. Okay, kaum was an Loot. Das Gute ist, dass bei dem Spiel ja hier die Timeline nicht voranschreitet, wenn ich so eine Mission mache. Ansonsten wäre das jetzt natürlich ziemliche Verschwendung gewesen, weil man in der Zeit hätte irgendeine effektivere Mission machen können. So, der Kommando, den haben wir jetzt aber inkomplett. Das ist schön. Wir haben eine andere Variante schon noch in der MacBay. Deswegen kann der weg. Wir gucken noch einmal und leveln hier ein bisschen weiter. Okay, ich steck mal... Nee, da warte ich noch ab. Rolex ist schon ganz gut in Gunnery. Könnte man hier... Okay, er hat auch noch nicht so wirklich Leben. Stecken wir hier einen rein, damit er auch seine 4 Lebenspunkte kriegt. Das ist schon mal gut. Mein Leader hat 1200, kommt aber nirgendwo gerade weiter. Also wird er weiter sammeln. Und Vision wird auch hier seinen 4. Lebenspunkt kriegen. Und dann werde ich weiter sammeln, zum einen für Tactics und wahrscheinlich trotzdem auch für Gunnery. Obwohl er... Ja, es ist für alle eigentlich super, diesen Skill zu haben. Der nicht unbedingt, ist zwar auch nett, aber meistens wird man vor allem später nicht mit einer einzelnen Waffe schießen wollen, sondern immer mit mehreren. Aber das ist einfach unheimlich geil, wenn man sein Feuer aufteilen kann. Naja gut, ich würde sagen, war diesmal nicht so ganz lange, aber ich habe euch nochmal irgendwie abgedatet, was ihr im zweiten Teil verpasst habt. Das war aber vor allem, glaube ich, das mit dem Assassin. Wir haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob wir das als Übersicht hier irgendwo sehen. Also hier sieht man, wie man wo welchen Ruf hat und sowas.
Aber wie viele Missionen man schon gemacht hat, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob es 4, 6 oder so sind. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen was gemacht. Wir sind immer noch auf dem Startplaneten, es ist der erste Tag. Und ja, hier gibt es jetzt ein Contract, wo die uns quasi die Reise bezahlen. Problem ist, das ist schon direkt eine relativ hohe, okay, wird sonst 30.000 kosten, ist auch nicht so viel. Ist bei MechWarrior 5 krass, das ist voll teuer, das Hin- und Herspringen, also im Verhältnis. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht etwas zu hoch ist. Ich glaube, ich werde einfach eine Folge, ja, und hier geht es auch direkt voll ab. Ich werde eine Folge nicht aufnehmen und dann später wieder einsteigen, wo ich nochmal hier so eine Lappenschwierigkeit mache. Einfach, um noch ein bisschen was zu sammeln, weil, wie ich schon vorhin mal gesagt hatte, ich möchte jetzt nicht in so ein schwierigeres System springen. Okay, den werde ich natürlich auch noch mitnehmen. Also hier zum Beispiel direkt hin. Das sieht echt lukrativ aus. Da könnte ich mit einer Mission direkt fast so viel Kohle machen, wie ich habe. Ja, na, weiß ich nicht, 75% davon oder sowas. Aber ist halt auch das Risiko höher. Kann durchaus sein, dass hier nämlich dann, ja, steht ja auch da, ne? Je höher die Schwierigkeit, desto höher sollte auch die Drop-Tonnage sein, die man einsetzt. Und ich kann nicht mehr als 155 Tonnen oder sowas gerade aufzubieten. Und es kann hier durchaus sein, dass man da vielleicht eher schon 250 oder so haben sollte. Deswegen, ich werde hier einfach mal ein bisschen weitermachen und in Folge 4 sehen wir uns dann. Ja, ich werde nicht allzu große Sprünge da reinbauen, aber ein bisschen Entwicklung wird es geben. Und deswegen würde ich sagen, war es das für heute und bis zum nächsten Mal. Tschö!